Hallo, hier sieht man jetzt mal, wie es abgehen kann, wenn man Blüten im Garten hat. Das hier ist Dost, also Origanum vulgare. Rechts der weiße, das ist die Sorte Hot Spicy. Links der rosane, das ist, glaube ich, keine Sorte. Weiß ich nicht mehr, den Zettel habe ich nicht mehr. Jedenfalls, ob groß oder klein, Honigbiene, Hummel, ist echt viel. Ich weiß gar nicht, ob man die ganz kleinen hier auf der Aufnahme überhaupt erkennen kann. Aber Dost ist tatsächlich ein extrem beliebtes Blümlein bei unterschiedlichsten Bienenarten. Aber nicht nur der Dost, auch am Basilikum sieht man hier ganz viel. Das ist ein Strauchbasilikum, den ich hier in den Balkonkasten gepflanzt habe. Auch da immer wieder Hummeln. Was haben wir hier noch? Sollte das hier Hyssop sein. Da hat sich inzwischen auch schon Dost dazwischen gemogelt, der ist sehr ausbreitungsfreudig, sofern kein Gras in der Nähe ist. Hier sieht man wieder eine Hummel und auch recht kleine Bienchen. Er scheint gerade eine Flugzeit zu sein, so sah sich diese Aufnahme mal lohnt. Schauen wir mal hier drüben. Da habe ich viel Thymian, aber auch noch mal ein Strauchbasilikum. Und auch beim Thymian, da ist jetzt eine Honigbiene. Aber auch die ganz kleinen sind hier. Ja, die kleinen Bienen, die sind sehr schwer zu bestimmen, wenn man ein bisschen älter ist und die Augen nicht mehr so gut. Weiß nicht, ob ich das noch erlerne. Klar, von den von den Jahreszeiten kann man das sicherlich ein Stück weit einschränken, aber so ganz genau weiß man das nicht. Aber da habe ich noch was für euch. Hier habe ich eine Nisthilfe hingelegt und von den großen oder größeren Löchern ist vielleicht eins belegt, aber die kleinen, haufenweise kleine, die jetzt schon zu sind. Die liegt noch gar nicht so lange da. Wahrscheinlich nächstes Jahr dann komplett zu sein. Lohnt sich halt immer wieder was für die Bienchen zu tun, vor allem wenn man es dann dort macht, wo man sich auch aufhält. Weil wir können jetzt halt hier von der Terrasse aus den Nestbau besichtigen und das ist natürlich schon was sehr Feines. So, das war's für heute. Macht's gut. Ciao, ciao.